Von Air Berlin. Hallo und herzlich willkommen zum Wetter. In Niedersachsen und Bremen steigen die Temperaturen bei wolkigem Wetter morgen auf etwa 5 Grad an. In Hamburg durchqueren wir dann allerdings schon die Grenze zur kalten Luft und es schneit etwas. Die Sonne scheint bei frostigen Temperaturen an den Küsten der Ostsee. Die Grenze zwischen mild und kalt verläuft genau über Deutschland. Westlich davon 9 bis 10 Grad, östlich davon minus 10 Grad, zum Beispiel in Kiew. Auch in Skandinavien ist es wieder sehr kalt, Oslo mit minus 10 Grad. Das zeigt sich auch schon an den Tiefstwerten der Nacht. Von Dresden bis zur Ostsee so minus 8 bis minus 2 Grad. Deutlich milder ist es von Hannover bis Freiburg mit 0 bis plus 5 Grad. Dort, wo es kalt ist, scheint am Vormittag auch mal die Sonne. Ein paar Flocken sind dabei und eine stundenweise geschlossene Schneedecke bildet sich etwa von der dänischen Grenze bis Hamburg. In der Mitte fällt etwas Schneeregen, im Westen regnet es. Der Nachmittag bringt etwas Sonne von Berlin-Brandenburg bis nach Bayern. Der Schneefall an der Ostsee nimmt etwas zu, im Westen bleibt es überwiegend trübe mit leichtem Regen. Dort maximal 10 Grad, zum Beispiel in Freiburg. Dauerfrostig ist es in Berlin mit minus 2 Grad. Im Laufe der Woche gehen die Temperaturen wieder deutlich zurück. Am Samstag ist es außer im Westen so kalt, dass fast alle Niederschläge wieder als Schnee fallen. Dann ist für alle wieder Spätwinter. Für Februar aber ganz normal. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Tschüss. Das Wetter.